Ja, der Begriff ist schon gleich richtig spannend. Gebäude sind spannend. Gebäude sind natürlich auch komplex. Es sind komplexe technische Anlagen. Und wir mit unseren Automationslösungen, wir bringen ja quasi das Leben in das Gebäude halt rein. Und es sind so drei Disziplinen, die wir natürlich auch vereinen. Das sind einmal die verfahrenstechnologischen Prozesse, Heizung, Klima, Lüftung, Sanitär, also alle regelungstechnischen Prozesse. Dieses Know-how bringen wir mit, diese Kompetenz bringen wir mit in dem Bereich. Dazu gehört dann das Klassische, die Automatisierungstechnik. Auch das macht das natürlich erst oder bringt erst das Leben halt in das Gebäude rein. Und mehr das Thema natürlich auch Informationstechnologie, also das klassische IT. Und das zusammen macht es wahnsinnig spannend und macht auch unser Aufgabenfeld einfach total interessant für uns, für unsere Kolleginnen und Kollegen, die tagtäglich diese tollen Gebäude errichten dürfen, aber auch für unsere Kunden, die nachher einfach wunderschöne Gebäudesysteme bekommen. Nachhaltigkeit ist heute ja kein Nice-to-have mehr, sondern ein strategischer Ansatz. Und Gebäudeautomationslösungen sind in Gänze nachhaltig. Wir sorgen für Energieeffizienz, Energieeinsparung, CO2-Reduktion ist die Folge. Und deshalb sind unsere Lösungen, ganzheitliche Lösungen, so wichtig für Gebäude, für moderne und zukunftsorientierte Gebäude. Gebäudeautomationslösungen haben einen großen Einfluss auf die Betriebskosten hinterher. Wir gehen davon aus, dass technische Anlagen bis zu 20 Jahre betrieben werden und der Einfluss der Gebäudeautomation ist sehr groß. Der Invest hingegen bei Gebäudeautomationslösungen ist klein. 1-2% der Bausumme werden dafür veranschlagt und die Einsparungen, die durch technologische Lösungen in dem Bereich erzielt werden können, sind bis zu 40%. Gebäudeautomationslösungen sind Querschnittlösungen. Das heißt, wir tangieren sehr, sehr viele andere Gewerke aus den Bereichen Heizung, Klimalüftung, Sanitär, Elektro und viele, viele mehr. Deshalb ist es umso wichtiger, dass man diese Lösungen früh in der Planung berücksichtigt und Gebäudeautomationssysteme demzufolge auch früh in der Planungsphase mit einbezieht. Gebäude sind sehr komplexe Systeme. Es sind viele verschiedene Disziplinen, die dort zusammenspielen müssen. Deshalb ist es umso wichtiger, auch bei der Planung sehr früh zu beginnen und die beteiligten Gewerke und Planer sehr früh zusammenzubringen. Die zukünftigen Technologien werden in erster Linie datengetrieben sein. Wir werden die Daten von den unterschiedlichen Domänen zusammenfügen können. Wenn wir heute uns anschauen, wie viele Informationen wir aus den technischen Anlagen bekommen, diese aber noch nicht verknüpfen können, zum Beispiel mit den Gebäudeprozessen oder den Nutzerdaten. Und daraus wird ja zukünftig erst dann in der Verbindung all dieser Informationen der Mehrwert entstehen, woraus wir dann neue Services, digitale Services zum Nutzen halt für den Kunden, für den Betreiber oder eben auch für den Besucher oder Nutzer der Immobilie dann generieren werden können. Wir werden zukünftig mehr Daten und Informationen von den Gebäuden haben, von den Gebäudeprozessen, aber auch vom Nutzer. Gebäude werden also wesentlich intelligenter sein. Gebäude werden smart werden. Und da stellt sich dann die Frage, wann ist ein Gebäude smart? Ein Gebäude ist dann smart, wenn es dem Menschen hilft, seine alltäglichen Aufgaben zu bewältigen. Wenn es der Mensch, der Nutzer, der Betreiber eigentlich gar nicht spürt, wie schön die Technik letztendlich funktioniert und das Ganze natürlich ressourcen- und umweltschonend funktioniert.